So, meine sehr geschätzten Damen und Herren, zuerst einmal darf ich herzlich begrüßen und einleitend natürlich auch für die Einladung besonders herzlich bedanken. Dir, lieber Gerald Mattis, er hat sehr, sehr lange probiert und oft probiert, bis wir einen Termin gefunden haben. Sehr hartnäckig probiert, heute haben wir es geschafft, einen Abend der Fragestellung zu widmen und natürlich auch eine Diskussion darüber zu führen. Ich darf die Andrea Kaufmann herzlich begrüßen, in deiner Stadt natürlich die Rektorin, die Chefin des Hauses, Kollege Hopfner, auch herzlich willkommen allen, die da sind. Ja, wo sollen wir beginnen? Die Standortfaktoren für Vorarlberg, was macht uns stark, war der Titel, den man mir so mit auf den Weg gegeben hat. Was am Anfang einmal eine Frage aufwirft, mit der ich mich etwas länger beschäftigt habe, bin auch eingangs beim Hereingehen dann auch gefragt worden, wie es mit diesem Prozess über die Marke Vorarlberg ausschaut, weil das in der letzten Zeit so öffentlich geworden ist. Die erste und wichtige Frage, die ich mir zumindest die letzten 2 Jahre gestellt habe, etwas intensiver ist, wo diskutieren wir diese Frage, also was sind die Standortfaktoren fürs Land, wo diskutieren wir die eigentlich in der notwendigen Tiefe und in der notwendigen Breite? Angeregt worden bin ich durch einen Zukunftsforscher, einmal bei einem Vortrag im Festspielhaus, der eine Analyse über ganz Europa gelegt hat und gesagt hat, es ist eigentlich erschreckend, wie wenig sich Regierungen, Bundesregierungen, Landesregierungen, Regionalregierungen, sich überhaupt professionell mit der Frage beschäftigen, was kommt auf uns zu, was sind die Standortfaktoren einer Region wirklich, was sind die großen Trends, wohin geht die Entwicklung. Sie haben auch kaum Leute, die sich damit beschäftigen. Es wird irgendwo hin delegiert, an Agenturen oder sonst wo. Aber es war doch für mich zumindest ein Hinweis, dass man sich der Frage einfach noch intensiver auch widmen muss. Wir haben dann eine Entscheidung getroffen, ich will das nur einleitend sagen, weil ich gefragt worden bin, einen Prozess zu starten unter dem Titel Marke Vorarlberg. Das kann ein bisschen irreführend auch sein. Aber im Grunde genommen war es die Überlegung, in welchem Gefäß führen wir so eine Diskussion überhaupt? Wer kann daran teilnehmen? Wie bringen wir das in die Breite der Öffentlichkeit? Wie können wir Strategieprozesse im Land auch auf einen Sammelpunkt hinbringen? Und was könnte dazu ein interessanter Zugang sein? Marke Vorarlberg deswegen, weil wer sich unternehmerisch damit beschäftigt, weiß das, wenn man eine Marke definieren will, auch nur ansatzweise, dann hat man eine relativ schwere Aufgabenstellung, nämlich die Spitzenleistung sehr verdichtet nach außen hin und innen hin zu repräsentieren und präsentieren. Das heißt, eine Marke, wenn man so eine erreichen will, stellt die Frage, was sind die Spitzenleistungen eines Unternehmens zum Beispiel? Man kann im Umkehrschluss fragen, was sind denn eigentlich die Spitzenleistungen einer Region? Ist gerade bei Vorarlberg eine hochinteressante Fragestellung, weil es viele unterschiedliche Leistungen im Land gibt und weil wir weit mehr sind als nur Wirtschaftsraum, sondern auch ein interessanter Lebensraum, wir sind Anziehungspunkt für viele Familien, wir bieten vielen Freizeit und. Das heißt, Vorarlberg ist wesentlich breiter wie ein Unternehmen natürlich, ist eine Region. Und wenn man sich die Frage stellt, Marke und Spitzenleistungen definieren muss, dann kommt man automatisch in eine Diskussion hinein, die eben danach fragt, wohin soll es gehen, wo sind die Spitzenleistungen, was sind die Standortfaktoren einer Region wie Vorarlberg zum Beispiel. Wir haben diese Diskussion geführt, sind zu einem spannenden Ergebnis gekommen, stehen eher am Anfang wie am Ende. Und am Beginn bin ich gefragt worden, um das in aller Offenheit zu sagen, ja, es war direkt an mich von einer Markenagentur, die wir da auch eingekauft haben dazu, ja, was soll es denn sein, eine Zukunftsdiskussion oder eine Selbstbeweihräucherungsdiskussion? Also wenn es darum geht zu sagen, na gut, wie super ist Vorarlberg, dann können wir das in einer Viertelstunde abhandeln, ein sauberes Papier liefern und ihr müsst das kommunizieren. Wenn es darum geht, die Frage zu stellen, wohin wollt ihr überhaupt, dann ist der Prozess wesentlich komplexer und tiefer und stellt eben die Frage, welche Faktoren sind es eigentlich, die es vielleicht ausmachen könnten. Blickpunkt 20 und 35. Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden. Ersteres wäre einfacher gewesen, vor allem im Wahljahr. Wäre es ganz einfach gewesen, zu sagen, naja gut, die Leistungen des Landes darzustellen und nach außen zu verkaufen, wäre das Allerbeste. Ist aber, glaube ich, nicht der Zugang, den man wählen sollte. Wenn man verantwortungsvoll vorgeht, muss man die Fragen weiter hinausstellen und überlegen, in einer kritischen Gruppe überlegen, was macht Vorarlberg aus, was ist unsere DNA, was ist die Identität des Landes, wo sind unsere Stärken vor allem, wie bauen wir die konsequent aus
Und gibt es sowas wie eine Zielsetzung, was überhaupt sehr schwer zu definieren ist, in einer Zeit, wo niemand weiß, was die nächsten 3 Monate überhaupt passiert auf der Welt? Also auch zu fragen, wo sind unsere Stärken und wo führt uns das Ganze hin? In der Ausgangslage ist es, glaube ich, soweit stimmt die Analyse, die auch eingangs zum Teil schon gesagt wurde, ist es eine, die uns verleiten würde, zu sagen, naja, wo ist das Problem? Wir blicken auf den Arbeitsmarkt. Man muss immer ein paar Zahlen dazu sagen, aber nicht so viel, wenn es irgendwie geht. Das verleitet eher zum Zurücklehnen, was nicht richtig wäre. Aber im Moment zumindest stehen wir eigentlich fast nach europäischen Kriterien sogar bei Vollbeschäftigung im Land, was wir seit vielen Jahren oder Jahrzehnten so nicht mehr aussprechen konnten. Aber das stimmt im Moment. Oder? Wir sind bei einer Rate von Arbeitslosen im Jahresschnitt von etwa 5,4%. Der beste Wert seit den letzten 20 Jahren. Wir erreichen 170.000 Beschäftigte, einfach nur um ein paar Zahlen zu wälzen. Der absolute Höchststand vor 10 Jahren, vor 5 Jahren waren es noch 10.000 weniger. Das heißt, es entstehen viele neue Arbeitsplätze im Land, das Wachstum ist hoch. Wir sind deutlich besser als der Österreich-Schnitt. In manchen Branchen die Vollbeschäftigung erreicht, Metallbranche zum Beispiel, hat eine Arbeitslosenrate unter 3%. Europaweit muss man das suchen. Das heißt, in der Branche zum Beispiel, die beschäftigungsintensivste Branche Vorarlbergs, sind wir bei einer absoluten Vollbeschäftigung mittlerweile angelangt. Ob der Wert zu halten sein wird, sei mal dahingestellt. Aber der Blick auf den Arbeitsmarkt würde verleiten zu sagen, Vollbeschäftigung, Ausgangslage exzellent. Es ging der Wirtschaft noch nie so gut wie heute offensichtlich. Wir hatten noch nie so viele Arbeitsplätze wie heute. Wozu muss man darüber nachdenken, wo es in Zukunft hingeht? Es läuft doch eh ganz gut. Eine äußerst tückische Angelegenheit. Blicken wir demnach auf jene, die keine Jobs im Land haben, dann gibt es zumindest ein Bild, auch wenn es jetzt nur ein paar Tausend sind, aber auch die paar Tausend haben uns zu interessieren, dass wir ganz klar sehen, dort wo keine Qualifikation da ist, nicht einmal am Pflichtschulabschluss, bleibt es nach wie vor schwierig in einer hochtechnisierten Gesellschaft, in einer Wirtschaft, die qualifizierteste Arbeitsplätze sucht, eine Arbeit zu finden. Anders formuliert oder etwas einfacher ausgedrückt, wer schlechte Qualifikation mitbringt, nicht einmal am Pflichtschulabschluss, es ist die Hälfte jener, die auch jetzt noch bei eigentlich Vollbeschäftigung und Hochkonjunktur in Vorarlberg auch keine Arbeit finden. Ohne Qualifikation kein Job. Ohne Pflichtschulabschluss keine Chance. So könnte man es auch zusammenfassen für den Teil der Bevölkerung, und mir sind das eigentlich immer noch zu viele, die wir am Arbeitsmarkt nicht unterbringen. Prognose Wirtschaftswachstum ausgezeichnet. Es werden 1,7%, 2% vorausgesagt. Wenn wir es die letzten paar Jahre anschauen, das ist noch bemerkenswert, dann ist die Vorarlberger Wirtschaft im Durchschnitt nicht nur besser als der Österreich-Schnitt gewachsen, sondern das Entwicklungstempo war um ein Drittel höher als in ganz Österreich. Das heißt, wir wachsen kontinuierlich wesentlich schneller als der Österreich-Schnitt mit all den Fragen, die wir in dem Zusammenhang in der Öffentlichkeit auch diskutieren. Wenn man über Marke und Standortfaktoren redet, kann man natürlich an der Wirtschaft nicht vorbeikommen, logischerweise. Sie spielt einen wesentlichen Teil bei, auch wenn Standortfaktoren weit über diese Frage hinausgehen. Es ist uns, glaube ich, allen bewusst. Trotzdem braucht es diesen Blick auf den Arbeitsmarkt, auf die Beschäftigungslage, auf die Arbeitslosenrate, auf die Wachstumschancen und auf die Frage, was steckt dahinter, weil da kommt man schon näher an die Frage heran, wo sind unsere Spitzenleistungen. Den Vorarlberger Arbeitsmarkt und die Wirtschaftsstruktur kennzeichnen einige Dinge, die wir auch gut kennen und die für die Zukunft auch ihre Bedeutung haben werden. Das erste ist, ich stelle es immer ganz in den Vordergrund, die familienbetriebliche Struktur, die ist was Besonderes. Die findet man in großen Teilen Österreichs auch oft, aber nicht so intensiv wie in Vorarlberg. Wir sind ein Land von Familienbetrieben. Und damit ist insgesamt eine höhere soziale Verantwortung in der Wirtschaft vorhanden. Das behaupte ich jetzt einfach einmal, wie in anderen Wirtschaftsräumen Europas. Wir sind eine stark familienbetrieblich orientierte Wirtschaft. Das ist etwas, was uns bewusst sein soll und was für die Zukunft von Bedeutung ist. Das Zweite, die höchste Exportquote um uns herum. Man kann viele Länder studieren. In Österreich ohnehin, aber auch in Europa. Wir sind eine Region mit ausgesprochen hoher Exportquote. Das heißt, die Exportorientierung, und zwar nicht nur in Europa,
sondern auf die Weltmärkte ist sehr hoch. Wissen muss man, ich sage es immer auch der Bevölkerung, die Hälfte des Wohlstandes wird außerhalb Vorarlbergs erwirtschaftet. Bricht das ein, bricht der Wohlstand bei uns ein. Dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es meinen ja manche, der Wohlstand wird zur Gänze bei uns erwirtschaftet, das stimmt leider nur zur Hälfte. Die Hälfte erwirtschaften wir auf den Weltmärkten, nicht einmal nur in Europa, auf den Weltmärkten. Und deswegen ist so entscheidend, dass man die Bedeutung dieser Exportindustrie natürlich sieht und auch weiß, dass das für Vorarlberg einer der Standortfaktoren ist, die man nicht immer so stark beeinflussen können, weil wir weltwirtschaftlich auch abhängig sind. Von Wien werden wir oft gefragt, wie es bei uns läuft. Und zwar nicht deswegen, weil wir als kleines Land so groß sein mögen, sondern weil wir besonders exportstark sind. Das heißt, die geringste Bewegung an den Exportmärkten der Welt, an den Märkten der Welt, spüren wir im Vorarlberg relativ rasch. Übrigens auch andere Bewegungen, ein Phänomen dieser Zeit. Um ein Beispiel zu nennen, also Unruhen in der Türkei lösen bei uns Demonstrationen aus, weil wir einen hohen Anteil von türkischen Mitbürgern haben. Also wir sind sehr, sehr stark vernetzt in den Bereichen, wo wir es oft gar nicht meinen. Auch mit der Außenwelt, und das hat immer wieder auch Rückwirkungen auf Vorarlberg. Wir sind manchmal etwas verwundert über diese Dinge, aber eigentlich sind die Zusammenhänge klar. Es ist nicht nur die Wirtschaft alleine, die sich auf den Weltmärkten bewegt, sondern auch viele Teile, gesellschaftliche Teile, sind auch vernetzt und damit wird auch manches zurückgespiegelt. Von der Migrationsbewegung in dem Zusammenhang will ich gar nicht reden. Eine der größten Herausforderungen dieser Zeit schlechthin. Noch was Besonderes. Eine Studie aus ganz Österreich zeigt, Vorarlberg hat in den Familienbetrieben die höchste Eigenkapitalquote. Ist eine entscheidende Angelegenheit, weil es die Finanzkraft der familienbetrieblichen Wirtschaft zeigt. Und zwar deutlich höher wie im Österreichischen. Nicht nur ein bisschen höher, sondern deutlich höher. Die Eigenkapitaldecke der Vorarlberger Wirtschaft ist wesentlich besser ausgestattet wie in halb Europa zurzeit. Das gibt uns natürlich auch Stärke. Und ein letztes oder vorletztes noch. Vorarlberg ist an der Entwicklung von Patenten maßgeblich beteiligt, womit ein Hinweis am Tisch liegt, dass die Innovationskraft da hoch ist in der Region. Und das einer der Faktoren ist, die wir in Zukunft auch im Auge behalten müssen. Und ein letztes, bei diesen Fragen der Wirtschaft vor allem, wir sind immer noch vermutlich eine der besten Regionen oder eine der Regionen mit den besten Fachkräften, nach wie vor. Wenn wir das aus dem Auge verlieren, machen wir einen großen Fehler für die Zukunft. Nach wie vor gibt es genügend Unternehmen, die sagen, der Grund, warum ich in Vorarlberg bin, ist nicht nur, weil es hier so schön ist, auch deswegen viele, aber auch vor allem deswegen, vor allem auch internationale orientierte Unternehmen, weil sie immer noch, wenn auch zu wenig, aber immer noch hochqualifizierte Fachkräfte, Klammer auf, Lehrlingsausbildung, Klammer zu, in Vorarlberg finden. Das ist nicht in jeder europäischen Region der Fall. Ganz im Gegenteil, in manchen Regionen gibt es zwar auch Fachkräfte, aber nicht jene, die gebraucht werden. Also wir sind auch ausgestattet mit einer speziellen Form der Lehrlingsausbildung, der dualen Ausbildung, die uns viel Mut für die Zukunft geben kann. Was sind ein paar Standortfaktoren in dem Bereich, schon auch der Wirtschaft natürlich und des Wettbewerbs, die uns begleiten werden? Es gibt eine Schweizer Studie, die europaweit analysiert hat, welche Regionen sind erfolgreich und warum. Und es gibt zumindest zwei, drei Schlussfolgerungen, die für uns von Bedeutung sind. Eine erste ist, Wirtschaftsregionen, die in der Lage sind zu produzieren, werden im Wohlstand die Nase vorne haben. Produktion. Vorarlberg ist ein Produktionsstandort, wenn auch ein teurer Produktionsstandort. Regionen, die nicht in der Lage sind zu produzieren, haben Schwierigkeiten. Wenn sie sich allein zum Beispiel nur auf den Staatssektor konzentrieren und der nur aufgebläht, wie zum Beispiel in Griechenland oder Portugal oder in manchen südeuropäischen Ländern, wenn sie sich alleine nur auf den Tourismus konzentrieren, das kann auch richtig sein, aber nicht als alleinige Strategie. Wenn Sie den starken Fokus nur auf die Dienstleistungen legen, hat auch Bedeutung, aber eine Region, die nicht produzieren kann, und damit meine ich schon das gesamte produzierende Gewerbe auch, eigentlich bis hin zur Landwirtschaft, produzieren im engsten Sinn, die verliert dann Bedeutung. Eine Region, die produzieren kann, eine Produktionswirtschaft hat, die wird dann Bedeutung gewinnen und hat eher eine Chance,
ihren Wohlstand auch auf Dauer zu halten. Das heißt, der Faktor Produktion spielt eine große Rolle, gerade bei uns. Ich habe hingewiesen auf die Struktur der Familienbetriebe, auch das ist herausgekommen bei dieser Studie. Eine zweite Schlussfolgerung, die da drinnen war, die muss uns ein bisschen mehr zu denken geben. Am erfolgreichsten sind die Regionen in Europa, die über ausgezeichnete, hochqualifizierte Forschungseinrichtungen verfügen. Wichtiger Hinweis für uns, weil wir an dem Thema ja auch so vehement arbeiten. Besonders erfolgreich sind auch die mit, sage jetzt einmal, mit technischen Universitäten, mit großen Forschungseinrichtungen, auch universitären Forschungseinrichtungen, auch jene in der Grundlagenforschung, muss man dazu sagen. Das heißt, die Bedeutung von Forschung und Entwicklung wird unterschätzt. Ein Blick auf Europa und darüber hinaus sowieso zeigt, dass das einen ganz eindeutigen Zusammenhang hat. Für uns hat diese Schlussfolgerung, meine ich, auch eine beachtliche Bedeutung. Und ein drittes, was herauskommt, hat ein bisschen mit Forschung auch zu tun im weiteren Sinne. Die über die besten Schulen verfügen und über die beste Berufsausbildung haben auch die Nase vorn. Das heißt, das Schulsystem ist entscheidend. Das Bildungssystem ist entscheidend. Die Fachausbildungen sind entscheidend. Bei uns eben auch die duale Ausbildung. Jedenfalls lässt sich das quer durch Europa ganz locker nachvollziehen. Wer produziert, wer forscht, wer bildet, und zwar alles auf höchstem Niveau, hat eigentlich die besten Wohlstandschancen für seine Bevölkerung. Wer das nicht tut, verliert dann Wohlstand. Eine These, die man vorausstellen kann, wenn man über die Standortfaktoren überhaupt weiter diskutieren will. Bildung, Ausbildung, Qualifikation ist eine der Schlussfolgerungen. Und wenn man über Standortfaktoren redet, vielleicht sogar der wichtigste Standortfaktor schlechthin. Nur ein Satz dazu, weil man kann über Bildung den ganzen Abend reden. Es braucht meiner Meinung nach noch mehr Anstrengungen, bildungsfernere Jugendliche zu erreichen. Ich weiß nicht, was noch alles passieren muss, damit da der Groschen einmal fällt. Die demografische Entwicklung ist eigentlich eindeutig in dem Zusammenhang. Wir können es uns auch nicht mehr aussuchen. Wenn wir glauben, wir können es uns aussuchen, dann wird es schlecht enden. Es muss uns klar sein, dass wir im jetzigen Bildungssystem zwar viele erreichen, aber eben nicht alle erreichen können und dass wir bildungsfernere Schichten haben. Und es beginnt im frühen Kindesalter bis hinauf zu den Jugendlichen, die wir zu wenig gut erreichen. Bildungsferne Jugendliche abholen, halte ich für eine ganz zentrale Aufgabenstellung des Bildungssystems der Zukunft. Wir sollten darüber im Lande intensiver nachdenken. Ein Viertel unseres Landeshaushalts geht in die Bildung. Das heißt, wir investieren sehr viel in den Bereich, in Bildung, Ausbildung und aktive Arbeitsmarktpolitik. Bewusste Schwerpunktsetzung, auch in diesem Haus. Oder? Man könnte jetzt viel ausführen, welche Pläne ihr habt, aber die Bildungsinvestitionen Vorarlbergs werden sehr hoch gehalten. In dem Zusammenhang noch ein Punkt zur dualen Ausbildung. Ich bin in Brüssel manchmal im Ausschuss der Regionen, neben mir sitzt ein Finnländer, der PISA-Sieger, der mich mittlerweile schon ein halbes Jahr her einmal gefragt hat, wie gibt es das eigentlich in eurer Region sozusagen, das, was ihr duale Ausbildung nennt, was ist denn das ganz genau? Werden wir gefragt im Ausland, von Finnland, dem PISA-Sieger. In Finnland gibt es 20% Jugendarbeitslosigkeit, bei uns unter 5%, nur so zum Vergleich. Da ist der PISA-Sieger und wir sind bei PISA nicht so gut. Das muss man auch dazu sagen, oder? Waren wir auch schon besser in dem Bereich. Und auf meine Frage, wie organisiert ihr die Fachausbildung in dem Land eigentlich, war die Antwort, ja, ungefähr 1% der Jugendlichen interessiert sich überhaupt dafür. Wie ist das in Vorarlberg? Habe ich gesagt, bei uns sind es ungefähr 50%. Das 50-fache davon. Das lässt sich nicht befehlen. Das ist Kultur, das ist Entwicklung, das ist Engagement der Wirtschaft. Die Unternehmen bilden aus, die Berufsschulen leisten einen Beitrag, aber die Unternehmen bilden bei uns aus. Da gibt es Regionen in Europa, die das für Kinderarbeit halten, wie man gesagt hat. In Finnland würde man dazu Kinderarbeit sagen. Gut, so diskutieren wir es bei uns hoffentlich nicht. Wir reden davon, dass das eine der qualifiziertesten Ausbildungen ist, mit viel Zukunftschancen, die wir überhaupt anbieten können. Interessante Diskussion gewesen. Aber es zeigt natürlich Standortfaktor, Marke, Spitzenleistung,
wo wir eigentlich sind in dem Zusammenhang. 20% Jugendarbeitslosigkeit, unter 5%, PISA-Sieger, kein PISA-Sieger, duale Ausbildung, keine duale Ausbildung. 1%, 50%. Nur so ein Vergleich mit einem Land, das hier für sich selber in Anspruch nimmt, gerade im Bildungssystem sehr gut zu sein. Ich will es auch nicht abqualifizieren, es hat dort auch große Vorteile, aber wo ist unsere Spitzenleistung, wo ist unser Standortfaktor? Eher, glaube ich, in dem Bereich, wo wir eben unsere Stärken haben, zum Beispiel in dieser dualen Ausbildung. Ich glaube, dass wir im Bildungssystem, um bei dem noch zu bleiben, wesentlich stärker noch auf die Frühpädagogik eingehen müssen, dass wir uns klarer werden müssen, dass es auf den Anfang drauf ankommt, ganz stark auf den Anfang drauf ankommt, dass wir die Frage von Sprachförderung noch intensiver und sehr früh angehen müssen und dass wir die Integration von Kindern mit migrantischem Hintergrund gerade im Schulsystem noch intensiver betreiben müssen. Dann gibt es eine Chance, in dem Zusammenhang auch vorne mit dabei zu sein. Der Standortfaktor Forschung und Entwicklung will ich nicht weiter ausführen. Da kommt auf dieses Haus hohe Verantwortung zu. Wir sind hier an einer der forschungsstärksten Fachhochschulen Österreichs. Im internationalen Wettbewerb große Herausforderung, weil eben jene Standorte mit großen Forschungseinrichtungen auch Gewaltiges bewegen können, was die Gesamtwohlstandsentwicklung angeht. Wir werden uns weiter entscheiden, hier zu investieren. Wir werden uns weiter entscheiden, auch in Forschung zu investieren, weil das unser Haus ist und unsere Hochschule ist und diese Möglichkeiten, die hier da sind, auch ausgenutzt werden müssen. Ich möchte noch was dazu nehmen, außerhalb der Wirtschaft. Bei dieser Schweizer Studie, vielleicht auch nicht ungefähr, weil es die Schweiz war, hat man auch festgestellt, die erfolgreichsten Staaten sind jene, die nicht sehr bundesstaatlich, sondern eben föderal organisiert sind. Okay, wenn es die Schweizer behaupten, wahrscheinlich mit gutem Recht, oder sie können es auch vorweisen. Insgesamt hat die Frage aber Bedeutung, weil sie die Frage nach Subsidiarität stellt, den Zusammenhang Europa, Bundesstaat, Nationalstaat und die Region und ein Bundesland stellt und schon die Frage aufwirft, wo geht die Reise eigentlich hin. Ich kämpfe sehr dafür, dass wir diesen Faktor der Subsidiarität anerkennen, auch in der europäischen Entwicklung, und dass wir uns der Bedeutung von Regionen, auch grenzüberschreitenden Regionen, auch als Antriebsmotor einer europäischen Integration ebenfalls bewusst werden. Anders formuliert, auf europäischer Ebene habe ich das auch schon gemacht, wenn das europäische Konstrukt in dieser Bodenseeregion oder in dieser Alpenregion, wir können sie ausdehnen auf den Alpenraum auch, nicht funktioniert, wo soll es dann eigentlich funktionieren? Bei Nachbarstaaten und Nachbarländern, wo die Sprachbarriere nicht so groß ist, wo ähnliche Mentalitäten vorhanden sind, wo die Wirtschaftsräume stärker angeglichen sind, wo die Sozialräume stärker angeglichen sind, die Unterschiede nicht so groß sind. Wo soll es dann eigentlich funktionieren? Also da gibt es viele Teile Europas, wo die Probleme, glaube ich, viel größer sind, wo europäische Integration viel, viel schwieriger zu organisieren ist, wie in diesem Raum. Und wir sollten uns bewusst sein, in dieser größeren Bodenseeregion, in dieser Vier-Länder-Region, wird jeder zehnte Euro Europas erwirtschaftet. Also wir reden nicht von irgendeiner kleinen, unbedeutenden Region. Wir reden von einer sehr wirtschaftsstarken Bodenseeregion gesamt, die auch selbstbewusst sagen kann, europäisch integriert, wir erwirtschaften jeden zehnten Euro der Europäischen Union. Und sich dessen mehr bewusst zu werden, ist, glaube ich, klar. Und die künftige Ausrichtung muss deswegen auch sehr stark auf die Bedeutung dieser überregionalen Zusammenarbeit in unserem Raum des Bodenseeraums und auch der Alpenregion abstellen. Das heißt, eine rein zentralstaatliche Entwicklung, also in die andere Richtung sozusagen, muss man mit größtem Argwohn betrachten. Was nicht heißt, da und dort was zuzulassen, aber es heißt in der Gesamttendenz jedenfalls erkennen, dass föderal organisierte, wenn sie gut organisiert sind, föderal organisierte Länder jedenfalls wesentlich besser dastehen als viele andere Regionen. Es lohnt sich ein Blick nach Frankreich. Ich weiß nicht, wer sich dort manchmal bewegt. Die jetzige Diskussion oder die jetzige Gelbwesten-Protest, der ja weit über die soziale Frage hinausgeht. Wenn man die Entwicklung in Frankreich über einen längeren Zeitraum beobachtet, ich tue das ziemlich genau, dann wird man erkennen, dass man da eigentlich früher noch, man könnte auch sagen, blühende ländliche Räume entleert hat. Ist in Frankreich wirklich in einem Umfang feststellbar, wie es wehtut.
die Ausdünnung des ländlichen Raums mit der Philosophie, dass der Zentralstaat die bessere Form sei. In Frankreich übrigens nichts Neues, aber es hat zu massiven Ausdünnungen geführt. Man muss sich gar nicht so weit bewegen, um das schon festzustellen. In der Region Straßburg, wo es auch parlamentarische Kontakte gibt, da ist es vorbei. Gesetzgebende Möglichkeiten schon seit langem keine mehr, abhängig von ein paar Förderungen aus Paris. Das ist das Ergebnis. Und man sieht es, wenn man durchfährt, weil das Engagement nachgelassen hat, weil die Politik nicht mehr so präsent ist, weil das Bürgerengagement nicht so präsent ist, weil die Abhängigkeiten groß sind, weil es keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr gibt. Ein Teil der Proteste hat damit zu tun in Frankreich. Manche behaupten jetzt, Zukunftsforscher, dass die soziale Frage am Beispiel Frankreichs, aber auch darüber hinaus, mit großer Wucht auf uns zurückkommt. Dass die eigentliche Fragestellung der nächsten Jahre nicht die wirtschaftliche sein wird, sondern die soziale. Das kann man nicht so weit von der Hand weisen, wenn man die Entwicklungen europaweit sieht. Dann muss uns das bewusst werden. Es geht nicht nur um die Frage, wie wettbewerbsfähig sind wir, sondern wie ist der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft, der Standortfaktor sozialer Zusammenhalt. Bei Frankreich finde ich exzellent beobachtbar, oder exzellent in dem Fall auch sehr negativ beobachtbar, wie das in eine auch aus meiner Sicht sehr falsche Richtung sich entwickeln kann. Was heißt für uns? Für uns heißt natürlich diesen Standortfaktor Sozialpolitik, sozialer Zusammenhalt, Ehrenamt, Bürgerengagement im Auge zu behalten und viel dazu beizutragen, dass wir das nicht verlieren. Es heißt auch im Land, die ländlichen Räume nicht auszudünnen, wenn es geht, sondern viel zu tun, dass der Ausgleich Ballungsräume und auch andere Räume, in Vorarlberg ländliche Räume, erhalten werden kann. Das heißt es. Und wenn man das nicht tut und aus dem Auge verliert, kann die Entwicklung rasch in eine andere Richtung gehen, die ich persönlich nicht befürworten würde. Der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft, dahinter steht die Bildungsfrage, ist wahrscheinlich, nach meiner Interpretation, der Standortfaktor der Zukunft schlechthin. Neben den reinen Wirtschaftsfragen. Alles hängt zusammen. Aber Zweiteres aus dem Auge zu verlieren, wäre ein großer Fehler. Das gilt übrigens auch für die Frage der Integration und der ganzen Flüchtlingsfrage, Asylpolitik und Migrationsbewegung insgesamt. Es ist noch nicht so lange her, bei einer Messeeröffnung, war im Jahr 2015 oder 2016, da war das noch anders, da war gerade die erste große Welle an Flüchtlingen im Vorarlberg angekommen, mit einem ziemlichen Chaos, wie wir das Ganze überhaupt organisieren können und halbwegs in geordnete Bahnen bringen. Die Bürgermeister haben massiv und Bürgermeisterinnen haben uns ganz massiv unter die Arme gegriffen, viel stärker wie in ganz Österreich, waren bereit dazu, Flüchtlinge unterzubringen und aufzunehmen. Heute noch großen Dank dafür. Das war keine leichte Situation. Aber damals bei einer Messeeröffnung ist das intensiv diskutiert worden. Und damals habe ich gesagt, ich glaube, dass die Region, die in der Lage sein wird, mit der Problematik einigermaßen brauchbar und vernünftig umzugehen, in Zukunft die Nase vorn haben wird. Und es hat auch das Potenzial, eine Region zum Kippen zu bringen. Um das ganz ehrlich auf den Punkt zu bringen. Wer durch Europa schaut, sieht das auch. Es kann auch in die andere Richtung gehen, sozusagen. Damit bin ich wieder beim sozialen Zusammenhalt. Also die Integrationsfragestellung ist eine ganz intensive und sie hat null an Bedeutung verloren, sondern sie hat an Bedeutung extrem stark zugenommen insgesamt. Jene, die was anderes wollen, die gibt es ja auch, denen sage ich meistens dazu, was ist denn eigentlich die Alternative dazu? Mich würde mal interessieren, was die Alternative ist zur Integration. Meine These ist, sie ist alternativlos. Also entweder wir bringen das hin oder wir kommen aus dem Gleichgewicht. Das gilt in beide Richtungen. Für uns als Mehrheitsgesellschaft, die Unterstützungen bieten will und muss, und auch für jene, die integriert werden wollen oder die zu uns kommen und einen Beitrag leisten müssen. Es gilt auch mit einer gewissen Härte in beide Richtungen. Nur am Ende des Tages ist es alternativlos. Oder hat jemand eine Idee, wie wir das sonst machen sollen? Ich glaube, man muss sich um die Frage noch intensiver kümmern und die Dinge so anpacken, wie sie sind. Die Sprache ist zu lernen, auch mit Nachdruck. Wenn nicht, sind Sanktionen auszusprechen. Da bin ich relativ hart in dem Punkt.
Es sind die Verfassungswerte zu akzeptieren. Wenn nicht, sind Sanktionen auszusprechen. Und es ist alles zu unternehmen, am Arbeitsmarkt unterzukommen. Ich meine eigentlich gar nicht so schwierig, in Wahrheit. Drei Dinge: Sprache lernen, Verfassungswerte akzeptieren, österreichische, und Integration in den Arbeitsmarkt. Den Willen, einen Job anzunehmen und sich auszubilden. Üblicherweise wird Integration immer als schwieriges Phänomen beschrieben. Ist wahrscheinlich auch. Vielleicht sind die drei Dinge auch nicht so einfach, wie ich es beschreibe, oder? Aber wenn die drei Dinge passieren, passiert schon ziemlich viel. Oft passieren die drei Dinge nicht so in dem Tempo, wie wir es gern hätten. Also muss uns klar sein, dass wir uns zumindest auf diese Fragen ganz, ganz stark fokussieren sollen. Wenn uns das gelingt, hat es auch Chancen. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Wenn uns das nicht gelingt, miteinander nicht gelingt, dann kann auch, wie man das in anderen europäischen Regionen sieht, einiges aus dem Lot geraten. Standortfaktor Integration und wie man damit umgeht. Man kann die Liste erweitern. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch einen Sinn macht, mit so vielen Zahlen zu operieren. Der Standortfaktor von Haushaltspolitik, von Finanzpolitik, von Bankenpolitik, auch das müsste man erwähnen. Ich glaube, es wäre noch wichtiger zu sagen, wo sind ein paar ganz große Herausforderungen. Bei dem Markenprozess sind interessanterweise drei Begriffe verwendet worden im Ergebnis. Das erste war, wir sollten uns anstrengen, eine chancenreiche Region zu sein. Also alles zu tun, dass Bildungschancen und Jobchancen intakt bleiben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar und verständlich und auch die politischen Strategien dahinter sind zu formulieren. Ein zweites war, dass man einen Blick auf den Lebensraum vor allem werfen muss. Mit einer großen Intensität ist das formuliert worden. Der Ausgleich zwischen Wirtschaft und Umwelt. Jeder von uns will starke Wirtschaft haben, aber jeder von uns will einen gesunden Lebensraum haben. Auch was die Freizeitaktivitäten angeht, aber nicht nur deswegen. Die Integration von Umwelt und Wirtschaft war ein ganz großes Thema. Und ein drittes, für mich eher überraschend, eine ganz starke Fokussierung in diesem Prozess auf die Frage Kinder. Das reibt ein wenig und regt an zur Diskussion, wo bleiben die Senioren, wo bleiben die Erwachsenen und so. Aber insgesamt betrachtet, wenn man in einem Markenprozess als Region sagt, wir wollen die chancenreichste, wir wollen den chancenreichsten Lebensraum für Kinder sein, 2035, ist eigentlich nicht so weit, wie es ausschaut, dann halte ich das für eine äußerst spannende und auch sehr ehrgeizige Zielsetzung. Auf dem Weg dorthin gibt es viel zu tun. Insbesondere, wenn man Kinder auch versteht, wie wir es verstehen. Wer Kinder hat, weiß das. Wer Kinder hat, weiß, dass man ein anderes Verantwortungsgefühl bekommt, auch eine andere Verantwortung hat. Wer Kinder hat, weiß, was Mut bedeutet. Der weiß, was auch Neugier bedeuten kann. Der weiß, was auch Angst bedeuten kann. Der weiß aber auch, was Nachhaltigkeit und Verantwortung bedeuten kann. Mit dem Blick auf eine andere Generation verändert sich der Blick insgesamt. Und das wollte man uns im Markenprozess mit auf den Weg geben, zu sagen, bei all der Bedeutung von Wirtschaftsfragen und darüber hinaus, es ist immer auch der Blick für die kleine Generation, für die nächste Generation, für die Kleinsten im Auge zu behalten. Der Blick für die nächste Generation. Also sehr, sehr nachhaltig im Ansatz gedacht. Die Fragen dahinter sind zahlreich. Die Digitalisierung, die Integrationsfrage, die ich angesprochen habe, die Bildungsfrage, die Frage, wie gehen wir mit Grünraum um, die Raumplanungsfrage, die Grundverkehrsdiskussion, die wir jetzt gerade intensiv geführt haben. Da lässt sich überall in die Tiefe gehen. Aber wenn man die Positionierung ernst nehmen will, und das wollen wir eigentlich, dann ist das im Detail auch zu erläutern, was dort an Herausforderungen da ist und wie wir die auch einzeln miteinander abarbeiten können. Große Frage Digitalisierung. Vor kurzem war im Festspielhaus ein Zukunftsforscher, der gesagt hat, die Digitalisierung interessiert ihn eigentlich nicht mehr. War eine spannende These. Eine Region muss sich die Frage stellen, was ist danach? Wenn die künstliche Intelligenz, wenn der Algorithmus unser logisches Denken eigentlich abgelöst hat, taucht die nächste Fragestellung eigentlich auf. Wozu braucht es uns noch? Es war eine höchst interessante Debatte, die dort angereizt wurde. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, die Digitalisierung interessiert uns nicht. Ganz im Gegenteil, wir stecken mittendrin und es gibt noch viel zu tun. Aber die eigentliche Fragestellung geht darüber hinaus und beschäftigt sehr viele Leute.
Die Digitalisierung ist keine technische Frage allein. Sie ist eine gesellschaftliche Fragestellung. Was bedeutet es für uns als Mensch? Und glaube mal, das beschäftigt die Leute. Nicht, ob wir das eine oder andere programmieren können, das sollte man sowieso können. Wenn man in diesem Prozess der Digitalisierung und der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, was mit großem Tempo voranschreitet, erfolgreich sein will, dann stecken Werte- und Haltungsfragen dahinter und die müssen bearbeitet werden. Die Gesellschaft hat großteils Angst vor diesem Prozess. Und zwar deswegen, weil sie spürt, dass der Mensch selber unter die Räder kommt. Kommen könnte. Das steckt hinter der ganzen Digitalisierungsdiskussion. Und es gibt auch Unternehmer im Land, die wir schon mehrfach auch mir gesagt haben, wir müssen weitergehen in der Diskussion, nicht nur über die Technik reden und die Ausbildung und alles, was wichtig ist, sondern wir müssen über Haltungsänderungen reden. Wir müssen den Leuten vermitteln können, was heißt es für dich persönlich, was kommt auch danach, wo bleibt der Mensch in dieser Fragestellung. Das ist der Grund, warum es Angst erzeugt. Nicht, weil irgendein Roboter daher spaziert, den finden wir eh ganz nett, sondern weil wir das Gefühl haben, der könnte uns ersetzen. Und wenn wir uns die Frage stellen, was kann ich besser wie der? Übrigens gar nicht so viel, aber einiges doch, oder? Und das ist die spannende Diskussion, die man, glaube ich, führen muss und die uns auch in dieser entscheidenden Fragestellung der Zukunft, nämlich der Digitalisierung, auch weiterbringen könnte. Ich komme zum Abschluss. Ich glaube, dass wir uns schon bewusst sind, so neu ist die These ja nicht, dass die Standortfaktoren der Zukunft weit mehr ausmacht als nur die engsten Wirtschaftsfragen, womit ich die Bedeutung von Wirtschaftsentwicklung nicht unterschätzen will, ganz im Gegenteil. Das ist zu tun, da gibt es jede Menge Hausaufgaben, auch die Einstellung für die Zukunft ist klar. Aber es muss uns bewusst sein, dass ein paar Dinge mehr zu machen sind. Wenn man an die Standortfaktoren Vorarlbergs für die Zukunft denkt, dann ist es notwendig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und nicht nur die engsten Wirtschaftsfragen zu diskutieren, sondern auch die gesellschaftlichen Fragen der Bildung, der Forschung und Entwicklung, der Digitalisierung und Auswirkungen auf uns selbst, auf den Mensch, die Fragen des sozialen Zusammenhalts, die Fragen der Sicherheit und, und. Die können es unter Umständen wesentlich stärker entscheiden, ob Vorarlberg eine Region ist, die im Wohlstand, in der Gesamtentwicklung in Europa ganz vorne mit dabei ist, oder ob wir uns irgendwie im Entwicklungstempo wieder etwas verabschieden. Vielen Dank.